Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir jetzt ganz einfache Schritte zeigen, wie man mit der Textverarbeitung arbeiten kann, in dem Fall hier mit Word 2016. Ich habe hier bereits einen Text eingefügt und möchte dir jetzt weiterhin zeigen, wie man einfache Texte einfügen kann. Ich schreibe jetzt hier zum Beispiel einen kleinen Satz hin, einen kurzen Satz hin. Mein Name ist Hase zum Beispiel. Also man geht einfach hierher, hier blinkt dann der Cursor, so nennt man das, man fährt mit der Maus hin, drückt an die entsprechende Stelle und an der Stelle, wo man eben dann sich bewegt, entweder über die Tastatur mit dem Cursor, mit den Pfeiltasten, kann man dann einen Text einfügen. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel einen Bindestrich machen und ich bin bald da. Wenn ich jetzt hierher gehe an diese Stelle und Enter drücke, gibt es einen sogenannten Zeilenumbruch. Das heißt, der Text, der nach diesem Cursor kommt, wird umgebrochen. Ich kann mir dann diesen Zeilenumbruch, den ich gerade erzeugt habe, auch anzeigen lassen. Ich gehe jetzt hierher zu diesem Symbol hier. Bei Word haben wir hier mehr Registerkarten. Ich muss hier also in den Bereich Start gehen. Klicke her und bekomme dann die sogenannten Formatierungszeichen eingeblendet. Ich sehe hier dann immer, wenn dieses umgedrehte P erscheint, dass hier dann ein Zeilenumbruch ist, also hier beginnt eine neue Zeile. Wenn ich jetzt hierher gehe und die sogenannte Tabulator-Taste drücke, das ist auf der Tastatur hier links zu sehen, wo die Pfeile in zwei Richtungen gehen, dann bekomme ich hier diese Pfeile und die stehen dafür, dass ich einmal den Tabulator, die Tabulator-Taste gedrückt habe. Dann gibt es weitere Möglichkeiten. Ich kann mir natürlich über diese Formatierungszeichen ausblenden lassen. Kann dann darüber hinaus natürlich dann auch einfache Formatierungen vornehmen. Ich wähle hier mir einen Text aus, in dem Fall wäre es nur ein Wort mit einem Doppelklick, gehe hierher und formatiere dann dieses Wort fett. Fett heißt, dass es hier wirklich dick hervorgehoben wird. Ich könnte hergehen und ich markiere dann bei gedrückter linker Maustaste jetzt zum Beispiel drei Wörter, markiere sie dann fett, kursiv und unterstrichen. Das sind einfache Möglichkeiten, etwas zu formatieren. Ich könnte natürlich auch einen ganzen Absatz formatieren und damit ich weiß, wo ein Absatz anfängt und endet, muss ich wissen, was ist ein Absatz. Ein Absatz ist jener Bereich, der zwischen zwei Zeilenumbrüchen steht, also hier diesen umgedrehten P's. Ich markiere ihn, gehe her, kann hier dann mit rechter Maustaste mir ein Menü einblenden lassen, gehe auf Fett, Kursiv, Unterstrichen zum Beispiel und habe dann hier diesen Bereich unterwählt. Was bedeuten jetzt diese rot unterstrichenen Bereiche? Das bedeutet, dass Word diesen Text hier nicht kennt. Weil dieser Text in dem Fall hier in lateinischer Sprache verfasst ist. Hier oben siehst du, mein Word ist auf deutsche Sprache eingestellt, da kennt er diese Wörter und die sind ihm dann bekannt. Ich kann darüber hinaus dann natürlich auch die Schriftart ändern. Wie geht das? Was ist eine Schriftart? Ich habe hier momentan die Schriftart Calibre eingestellt. Ich könnte jetzt hierher gehen und eine andere Schriftart mir aussuchen. Ich könnte diese hier einfach nehmen. Ich kann diesen ganzen Text hier nehmen, diesen ganzen Absatz, wie wir ja schon besprochen haben. Dann nehmen wir dann zum Beispiel diese Schriftart hier. Wenn man sie jetzt besprochen, wie man ganz einfach hier Texte eingeben kann, wie man sie formatieren kann, wie man sie umbrechen kann. Darüber hinaus gibt es noch eine praktische Möglichkeit. Ich kann hier dann schauen, dass ich einen sogenannten Seitenumbruch erstelle. Ein Seitenumbruch bedeutet, dass ich an der Stelle, wo ich den Cursor habe, also hier siehst du diesen blinkenden Cursor, dann bewirke, dass alles, was danach kommt, auf der nächsten Seite erst eingeblendet wird. Seiten haben wir hier, das ist die erste Seite, ich gehe jetzt weiter hinunter, bin dann auf der zweiten Seite. Ich kann es hier bei meinem Touchpad machen, wie hier auf meinem Computer, und ich kann dann hier natürlich mit dieser Bildlaufleiste auf der rechten Seite bei gedrückter linker Maustaste ebenfalls mir die Seiten anzeigen lassen. Ich möchte also da herum an der Stelle einen Seitenumbruch erzeugen. Dafür gehe ich dann zum Beispiel entweder auf Einfügen und Seitenumbruch. Dann wird an der Stelle, wo ich den Cursor gehabt habe, also an dieser Stelle hier, wird ein Seitenumbruch erzeugt. Und du siehst, hier steht Seitenumbruch. Wenn ich hier auf Start gehe und dieses Formatierungszeichen, diese Anzeige abschalte, würde ich hier nicht einmal sehen, dass hier ein Seitenumbruch erzeugt wird. Also du siehst schon, es macht sehr viel Sinn, diese Formatierungszeichen einzublenden. Diese Formatierungszeichen werden übrigens nicht ausgedruckt. Also keine Sorge, wenn du dann dazu übergehst, diesen Text dann auszudrucken, über Datei drucken,
Man sieht da nicht diese umgedrehten P oder diese Zeichen hier dann für die dementsprechenden Tabulatoren. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mir Bilder einfüge. Und diese Bilder kann ich dann einfügen, wenn ich zum Beispiel direkt einmal ins Internet gehe. Ich wechsle dazu in meinen Browser. Ich gehe hier unten auf die Taskleiste, suche meinen Browser. Google Chrome in dem Fall. Ich bin hier wieder auf dieser Seite, wo wir kostenlose Bilder uns anschauen können und einfügen können. In dem Fall hier ist es die Seite in Pixabay.com. Da gibt es einen tollen Grafiker, der eine Unmenge von tollen Grafiken erzeugt hat. Der MacLeg 2000 ist sein Benutzername. Da suche ich mir jetzt eine Grafik aus, die ich einfügen möchte. Nehmen wir mal diese Grafik hier. Rechte Maustaste, Bild kopieren. Gehe dann hinein in mein Word-Dokument, suche mir dann das Word. Gehe hinein. Mache rechte Maustaste einfügen. Klicke drauf und habe dann hier diese Grafik. Diese Grafik kann ich dann sehr gut dann auch verschieben, wenn ich möchte. Nur damit ich sie verschieben kann, muss ich natürlich auch entsprechende Einstellungen vornehmen. Aber bevor ich sie verschieben möchte, möchte ich sie zuschneiden. Dazu wähle ich mir dieses Bild, diese Grafik nochmal aus, rechte Maustaste, und habe hier bei Word 2000 dann die Möglichkeit, 2016, hier das zuzuschneiden. Ich wähle hier mit der linken Maustaste das Zuschneiden aus. Und hier siehst du schon, dass sich hier etwas verändert hat. Ich kann jetzt hier hergehen zu diesen Strichen. Kann sie bei gedrückter linker Maustaste herunterziehen. Oder von hier. Und hier. Und auch unten. Und drücke jetzt die Escape-Taste. Und ich habe jetzt diese Grafik hier. Die ist schön zugeschnitten. Und jetzt kann ich sie dann, wenn ich mal die richtige Layout-Option wähle, ich klicke hier mit der linken Maustaste drauf, kann ich mir hier dann die entsprechende Option dann aussuchen. Ich wähle mal hier dann zum Beispiel, was nehmen wir denn? Nehmen wir da eng zum Beispiel und kann dann hier die Grafik verschieben. Der Text wird automatisch dann auf der linken Seite dann angepasst. Könnt ihr also hergehen und sagen, okay, ich schreibe auf der linken Seite einen Text, gebe auf die rechte Seite diese Grafik und schreibe dann hier einen Text, der dann sehr gut zu dieser Grafik dann dementsprechend dann passt. Das soweit jetzt zu einer einfachen Eingabe von Texten, Zeilenwechseln, Absatzmarken haben wir uns einblenden lassen, hier über dieses Zeichen, über einfache Formatierungen, das wären hier dieses Fett, Kursiv und Unterstrichen gewesen, Wahl zum Beispiel von Schriftarten, wir haben ein Bild eingefügt, über die Zwischenablage haben das Bild dann positioniert, ich habe es also hier bewegt, habe es zugeschnitten und habe das Ganze übers Internet eingefügt. Eine weitere Möglichkeit, nicht nur über die Zwischenablage, wie wir es vorhin gerade gemacht haben mit dem Kopieren aus dem Internet, wäre dann eine Grafik direkt von der Festplatte auf irgendeinem Datenträger einzufügen. Dazu gehe ich jetzt zum Beispiel auf diese Seite, suche mir hier ein Bild aus und wähle hier dann mit dieses Bild aus und gehe zum Beispiel hier auf kostenloser Download. Wähle hier Small aus. Ich könnte es auch über rechte Maustaste Bild speichern untermachen. Ich mache es aber hier jetzt übers Small, wähle mir dann den Ort aus, wo ich speichern möchte. Klicke auf Download. Ich habe jetzt den Ordner gesucht und speichere sie über Speichern. Habe hier eine sogenannte JPEG-Datei. Klicke auf Speichern und füge mir es dann gleich im Word ein. Gehe dazu jetzt wieder ins Word zurück. Gehe an die Stelle, wo ich die Grafik dann ursprünglich einmal einfügen möchte. Klicke auf Einfügen, gehe auf Bilder und wähle mir jetzt in dem Verzeichnis, in dem ich gerade bin, die entsprechende Grafik aus. Wähle sie aus, klicke auf Einfügen und sie ist in meinem Dokument, in dem Fall in einer sehr großen Art und Weise. Ich mache wieder rechte Maustaste, beginne es mir zuzuschneiden, links und rechts, jetzt links, unten auch. Drücke wieder Escape, habe mir es so zugeschnitten, kann es dann hier an der Ecke kleiner ziehen. Mit gedrückter linker Maustaste. Habe diese Grafik, jetzt passt sie auf diese Seite drauf, kann sie wieder über die rechte Maustaste dann zum Beispiel in der Größe dann auch verändern in einem eigenen Menü. Könnte hier das dann direkt einstellen, ohne dass ich dann hier ziehe zum Beispiel. Könnte auch dann bestimmen, ob dann in derselben Zeile auch ein Text sein darf. Ja, passend.
und kann auch hier die Position direkt einstellen. Geht es mal hierher, bleibt hier und ich kann es dann hier frei verschieben, wieder an die Stelle, an die ich möchte. Das heißt, ich kann es direkt über Zwischenablage die Grafik einfügen und ich kann es vorher abspeichern auf eine Festplatte oder einen Datenträger und kann dann die Grafik über Einfügen, Bilder dann in das Word-Dokument einfügen. Ja, das waren ganz einfache Schritte, um mit Word 2016 hier rasch Texte einzugeben, zu formatieren, Grafiken einzufügen und diese Grafiken dann auch an entsprechende Stelle zu schieben, sie zu beschneiden und sie natürlich auch vorher über zwei Wege dann in das Dokument einzufügen. Danke für deine Aufmerksamkeit.